auf Apparat 335. Liegt irgendwas vor? Dr. White, bitte rufen Sie Apparat 335. Ja, habe ich was für Sie. Lee hat angerufen, Freitag ist die Verhandlung über die Adoption. Das ist doch gut. Wenn Sie irgendjemanden brauchen, um sich auszusprechen oder einen Rat brauchen, rufen Sie mich an. Das ist schön. Vielen Dank. Wissen Sie, ob Leslie oben auf der Station ist? Leslie, nein. Sie wollte sie aber sehen. Sie ist zu Hause. Ich glaube, sie hat eine Verabredung. Na gut, dann sehe ich sie ja nachher. Ich bin jetzt in der Cafeteria. Ja. Rick? Rick, warte mal, ich muss mit dir reden. Wirklich, ich muss jetzt sofort mit dir reden. Rick, ich habe dich gestern Abend angerufen. Das dachte ich, ich war da. Und warum bist du nicht dran gegangen? Weil ich dir gestern Abend nichts zu sagen hatte und jetzt habe ich dir auch nichts zu sagen. Aber Rick, lass es mich doch erklären. Du hättest die Party nicht einfach so verlassen dürfen ohne ein Wort. Du hattest die ganze Nacht Zeit, dir eine Erklärung auszudenken. Vermutlich hast du ein Dutzend gefunden. Lass mich's erklären. Erklären was? Dass Alans Sohn Alans Sohn ist und nicht meiner? Ach. Gestern warst du mit ihm verheiratet. Sag schon, bist du es immer noch? Ja? Ich war bereits heute früh mit Howard beim Bezirksgericht. Bitte beantworte mir meine Frage. Die Papiere waren nicht da, Rick. Alan hat Widerspruch eingelegt. Wann hat er das getan? Gestern. Direkt vor der Party, wette ich. Tja, das ist wohl der Quartermainsche Hang zum Dramatischen. Stimmt's, er sagte, es würde ein Abend werden, an den wir uns erinnern. Da hatte er absolut recht. Dann werden wir heute Nachmittag wohl kaum heiraten können. Das könnte ein bisschen schwierig werden, nicht? Hör auf, Rick, ist Monika, schlimm genug. Willst du nun nicht nur Bigamist sein, sondern auch noch Lügner? Willst weiß, du so weitermachen, du, wie lange ich noch? Ich verstehe ja, Rick, dass du verärgert bist. Verärgert? Ja. Du vergibst mir, dass ich verärgert bin. Oh, Monika, du überraschst mich. Du überraschst mich wirklich. Wissen Lee und Gail denn wenigstens, dass diese Farce heute Nachmittag abgesagt Nein, ist? Nein, noch nicht, Rick, aber sie werden es sicher verstehen. Wie lange weißt du es? Wie lange weißt du schon, dass er nicht mein Sohn ist? Wie lange hast du mich schon angelogen? Ich warte noch auf deine Antwort. Wie lange hast du mir vorgemacht, er sei mein Sohn? Rick, sag bitte so etwas. Wie soll ich es denn ausdrücken? Du weißt nicht. Du weißt ja gar nicht, wie unendlich ich dich liebe. Du bist mein Leben. Ich meine, die Liebe, die wir füreinander empfinden, die kommt doch zuallererst, Rick. Und dann erst das Kind. Und die Wahrheit? Die natürlich auch. Du kannst mir leid tun. Ja, Rick, ich weiß, ich habe dich sehr verletzt, aber mich auch. Sieh mal, ich spüre hier richtige Schmerzen. Hör auf mit diesem billigen Selbstmitleid. Dann musst du mir aber zuhören. Ich warte immer noch auf deine Antwort. Du bist sie mir schuldig, oder? Gut, ich werde sie dir geben. Ich wusste es. Ich wusste es seit ein paar Wochen. Aber du musst das richtig verstehen, Rick. Als ich merkte, dass das Baby von Alan war, begriff ich, dass ein Mann, den ich hasste, der Vater meines Kindes ist. Ist das nicht Strafe genug? Rick, in dem Augenblick, als ich schwanger geworden bin, dachte ich, es wäre deins. Ich wünschte mir von ganzem Herzen, dass es von dir wäre. Als es geboren wurde, erfuhren wir die Blutgruppe. Ich hoffte, denn ich wusste, es war ja dein. Und du hast es auch gewusst. Warum hast du dann diesen Test machen lassen? Und vor allem, wie kam es, dass Alan nichts erfahren hat? Es war, als er nach dem Unfall, die Blutproben im Labor. Als er versuchte uns umzubringen und verletzt wurde, da hast du es entdeckt. In dieser Nacht, nicht wahr? Nein. Da wusstest du es. Nein, Rick, ganz bestimmt nicht. Ich schwöre dir, da wusste ich es noch nicht. Erst viel später. Es war erst danach, als ich plötzlich unsicher wurde. Unsicher warum? Wegen des Muttermals. Es ist ein Muttermal. Es ist am Oberarm des Babys. Ich hatte mir erst nichts dabei gedacht. Es war sehr klein und plötzlich wurde mir klar, dass Alan dasselbe hat. Und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich wollte es genau wissen. Du hast die Wahrheit erfahren, nicht wahr? Dass das Bombephänotyp-Syndrom aufgetreten war. Dass Vater und Mutter, du und Alan, beide mit der Gruppe 0, ein Kind mit der Blutgruppe B bekam. Die Chance ist 3 zu 1 Million, Rick. Sieh mal, du dachtest doch auch, das Baby wäre von dir.
Genauso wie ich, gerade wegen seiner Blutgruppe. Deshalb habe ich... Aber als du die Wahrheit kanntest, was hast du da gemacht? Bist du zu Alan gegangen und hast ihm alles erzählt? Das konnte ich gar nicht tun. Nein? Er hätte die Scheidung angefochten. Warum kamst du nicht zu mir und sagtest mir das die Wahrheit? Das konnte ich auch nicht. Erinnerst du dich an den Tag, als du mir ein Versprechen gegeben hast? Das Versprechen, mich niemals wieder anzulügen. Weißt du noch, wann das war? Als du zugabst, dass du mich wegen Tracy belogen hattest. Deshalb konnte ich nicht mehr mit ihr reden. Erinnerst du dich an dieses Versprechen? Ich hab dich belogen, Rick, weil ich dich liebe und weil ich wusste, wenn ich dir die Wahrheit sage, dass das Baby nicht von dir ist, du mich verlassen würdest. Wie weit bist du gegangen, Monika? Zu welchen Mitteln hast du gegriffen? Du hättest weiter gelogen. Du hättest mir nie die Wahrheit gesagt. Ich hätte sie dir gesagt. Ich hätte es dir gesagt. Warum gehst du nicht? Am besten sofort. Nein. Geh raus. Und verschwinde! Nein, nicht. Ich kann nicht. Geh von der Tür weg. Du bist grausam. Ich kann nicht gehen. Wenn ich jetzt gehe, verliere ich dich. Du hast mich schon längst verloren. Geh von der Tür weg, Monika. Nein, oh nein. Ich sag das geh nicht noch einmal. Geh bitte nicht, Rick. Ich weiß, wenn du gehst, jetzt gehst, wirst du aus meinem Leben verschwinden. Nein, Monika, ich bin bereits aus deinem Leben verschwunden. Nein, bist du nicht. Nein, bist du nicht. Monika. Glaub mir, ich weiß, bist du nicht. Rick, was sollte ich denn ohne dich? Hör auf, Monika. Es hat keinen Sinn. Aber ich liebe dich doch. Rick, ohne dich. Ich will nicht ohne dich. Ohne dich leben. Ist das eine Selbstmorddrohung? Mein Leben ist sinnlos ohne dich. Wenn es etwas gibt, was du, Monika, niemals tätest, dann ist es, dich umzubringen. Du bist zu stark, zu unabhängig, zu selbstsüchtig, ohne dass dich, du dir das Leben nehmen würdest. Ich möchte nicht mehr ohne dich leben, Rick. Verstehst du denn das nicht? Wenn ich nicht bei dir bin, wäre das Leben vollkommen sinnlos für mich geworden. Du musst dich um deinen Sohn kümmern. Deinen Sohn und Alans Sohn. Hast du das vergessen? Rick, hör auf, bitte, hör auf. Weißt du, woran ich denken muss, wenn ich dich ansehe? An eine ganz bestimmte Nacht im Port Charleston Hotel. Erinnerst du dich daran? Erinnerst du dich an diese Nacht? Du sagtest... An die Nacht, in der unser Sohn gezeugt werden sollte. Du sagtest, du liebst mich. Und du wolltest mir damit den Glauben und die Selbstachtung geben, die ich verloren hatte. Die bekamst du doch auch. Du hast mir nichts gegeben, Monika. Sondern genommen. Deine Gefühle sind mir fremd und gleichgültig geworden. Unser gemeinsames Leben ist vorbei. Nein. Doch, jetzt verlasse bitte diesen Raum. Du bist frei und kannst tun und lassen, was du willst. Hallo? In Ordnung, ich komme runter, so schnell ich kann. Sobald ich fertig bin, danke. Die Intensivstation. Ich hatte mit Cunningham heute Morgen eine Notoperation. Sie haben endlich die Familienangehörigen meines Patienten gefunden. Das Leben nimmt keine Rücksicht. Ich muss wieder an meine Arbeit. Der Trauzeuge und die Ehrendame. Hallo, Rick. Wir haben gehört, wie? Monika sei hier. Da kommt ihr gerade richtig. Tretet ruhig näher. Ich bin sicher, diese Dame hat euch was Interessantes zu erzählen. Hallo, Liebling. Lee? Ehrlich gesagt, wissen Gail und ich im Moment überhaupt nicht, was hier los ist. Lee? Alan ist immer noch mit Monika verheiratet. Deshalb mussten wir unsere Pläne für heute Nachmittag ändern. Es tut mir leid, aber wir werden eure Dienste nicht mehr brauchen. Wieso ist Alan noch mit Monika verheiratet? Alan hat Widerspruch eingelegt. Deshalb haben wir die Hochzeit einfach abgesagt. Tja, entschuldige mich bitte, ein schwieriger Fall. Die Familie ist gerade gekommen. Natürlich. Ich danke euch für alles. Es tut mir leid. Ach, Lee, kannst du mir einen Gefallen tun? Der wäre? Du, solltest doch der Trauzeuge sein. Könntest du das Reisebüro anrufen und diese Tickets zu den griechischen Inseln zurückgeben? Ich kann mir nicht vorstellen, diese Hochzeitsreise allein zu machen.
Ich fahre hin. Vielen Dank. Wie gesagt, tut mir leid.